Guten Tag aus der Bundespressekonferenz. Ich bin hier im Gebäude. Hier ist die Treppe, die zum Saal hinaufführt, wie Sie immer sehen, die Bilder von dort. Und heute war hier Angela Merkel. Übrigens hat man die Fernsehsender gebeten, nicht zu zeigen, wie sie die Treppe hochgeht, aus Sicherheitsgründen. Ich konnte das aufnehmen und ich lasse das jetzt mal laufen, während ich hier weiter rede. Ich bin Gott sei Dank zu Wort gekommen und ganz, ganz wichtig in meinen Augen, die Bundeskanzlerin hat heute etwas ganz Entscheidendes gesagt auf meine Frage hin. Und da bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich sie dazu brachte, denn sie hat jetzt offiziell gesagt, dass es auch andere wissenschaftliche Meinungen gibt, also dass es keine Alternativlosigkeit gibt, dass es aber eine politische Entscheidung von ihr ist, auf den harten Lockdown auf diejenigen zu setzen, die hier für harte Maßnahmen sind. Ich finde, das ist ganz, ganz entscheidend, gerade auch in Gesprächen, wo ja viele immer sagen, ja, es ist alternativlos. Wir haben es heute hier aus dem Mund von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber schauen Sie sich doch einfach mal die Fragen von mir und Ihre Antwort an, bevor ich jetzt lange darüber erzähle. Herr Reitschuster, dann Frau Wolf, dann Frau Dunz. Frau Merkel, Sie haben gesagt, später wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Was erwartet uns in den nächsten Jahren? Nun werfen Ihnen Kritiker vor, dass das bei Ihnen im Moment nicht genügend im Vordergrund steht. Auch in der Unionsfraktion wurde Ihnen gestern vorgeworfen, dass Sie sich einseitig beraten ließen. In der Expertenrunde waren zwei Vertreter von Null Covid. Es war kein einziger expliziter Kritiker dabei. Es gibt die Studie von Ioannidis, wissenschaftlich belegt, der sagt, Lockdown schadet, hilft nicht. Es gibt keine wissenschaftlich belegte, die die Bundesregierung nennen konnte. Warum tauschen Sie sich nicht mit den expliziten Kritikern offensiver aus? Warum wird diese Ioannidis-Studie nicht berücksichtigt? Als Wissenschaftlerin müssen Sie doch immer beide Seiten hören. Und woher kommt der Glaube, wie das Ihre Sprecherin ausdrückte, wenn ja auch viele Wissenschaftler andere Meinungen haben? Und die zweite Frage ganz kurz. Sie haben ja wiederholt gesagt, dass Sie sich zurückziehen wollen, aber da war immer so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Zum Beispiel bei der Neujahrsansprache sagten Sie, voraussichtlich ist es die letzte. Da wäre noch die Frage, um die Spekulationen zu beenden. Entschuldigung, wir haben gesagt eine. Aber Herr Jung hat auch zwei Fragen gehabt und die Dame ja, vorher auch. Ja, weil Sie sagen eine kurze Frage, dann stellen Sie eine kurze Frage. Schließen Sie es aus, dass Sie nach dem Herbst nochmal in hoher politischer Funktion weiter verantwortlich sind, definitiv. Danke. Also ich finde, wenn Sie so gut meiner Silvesteransprache zugehört haben, haben Sie sicherlich alles gehört. Und als erstes habe ich ja gesagt, dass ich nicht wieder antrete. Punkt. Als Kanzlerin. Ja. Und dann, also weder als Bundestagsabgeordnete noch für das Amt der Bundeskanzlerin. Und dann habe ich gesagt, voraussichtlich im Blick auf die letzte Regierungsbildung. Ich wünsche mir aber, dass die nächste Regierungsbildung super schnell vonstatten geht. Aber das hatte ich mir 2017 schon gewünscht. Und dann hat sie einfach länger gedauert. Und deshalb kam das voraussichtlich rein. Aber der Kernsatz war, ich trete nicht wieder an, und zwar für keine politische Funktion. So, dann die Wissenschaftler. Also wissen Sie, das überrascht mich ein bisschen. Erstens wählen wir die Wissenschaftler immer aus nach der Frage, was steht im Zentrum der Beratung. Diesmal stand die Mutation im Zentrum. Und da hatten wir sehr interessante Wissenschaftler, den Herrn Altweiler, der für Großbritannien die Sequenzierung durchgeführt hat. Dann haben wir den Professor Nagel hier von der Technischen Universität Berlin gehabt, der genauso wie Herr Meyer-Hermann Modellierungen macht. Wir hatten Herrn Professor Krause, der vom Helmholtz-Institut in Braunschweig, der dezidiert in vielen Fragen anderer Meinung ist. Und schauen Sie, es gibt ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die, die jetzt gerade eingeladen sind, sind diejenigen, mit denen ich spreche oder mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Aber es gibt in dem Ganzen auch politische Grundentscheidungen. Die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Jeder Wissenschaftler arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Grundentscheidung heißt die, will ich darauf setzen, natürlich durch den Impfstoff etwas weniger ausgeprägt, darauf setzen, immer sich so viel wie möglich Leute anstecken zu lassen, um dann doch irgendwo zu einer besseren Durchseuchung, vielleicht der jüngeren, hört sich schrecklich an das Wort, also zu einer besseren Infektionsimmunität, sage ich mal, jüngerer Altersgruppen zu kommen.
oder will ich das nicht? Und diese politische Entscheidung, die habe ich getroffen. Da kann ich trotzdem die wissenschaftlichen Studien lesen, aber uns nimmt ja keiner die Entscheidungen ab. Und diese politische Entscheidung habe ich getroffen, weil ich weiß, Professor Krömer hat mir gesagt, auf der Charité vor kurzer Zeit war das Durchschnittsalter der dort liegenden Menschen 63. Und da wir wissen, dass die Todesrate natürlich bei den Älteren viel, viel höher ist oder der schwere Verlauf, wissen Sie, wenn 63 der Durchschnitt ist, wie viele Jüngere auch davon betroffen sind? Und ich finde, dieses Risiko kann man nicht eingehen. Ich möchte es nicht eingehen. Aber daraus leiten sich dann natürlich politische Handlungen ab. Und trotzdem verfolge ich natürlich alle Meinungsbildungen. Und wir sind ja nicht jemand, der irgendwie ignorant ist. Aber und mit der Einladung von bestimmten Wissenschaftlern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns interessieren und die nicht politischer Natur sind, Antworten bekommen. Aber dahinter liegen natürlich auch politische Grundentscheidungen. Und die sozusagen Gruppe, die eher zur Herdenimmunität neigt, da gibt es viele, viele Nuancen, diese Grundentscheidung treffe ich anders. So, also hier nochmal ganz klar, politische Entscheidung. Und wenn Ihnen jetzt jemand sagt, naja, das muss so sein wegen der Wissenschaft, können Sie sich auf Angela Merkel berufen, können sagen, es gibt auch andere wissenschaftliche Ansichten, sagt auch die Kanzlerin, wissenschaftliche Ansichten, auf die sich etwa die Schweden berufen und die Länder, die das anders sehen. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat man sich für etwas Härteres entschieden. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar andere Fragen und Momente aus der Bundespressekonferenz und das mache ich unkommentiert. Frau Bundeskanzlerin, ich hätte eine Frage bitte zu den Bund-Länder-Beziehungen. Sie selber haben sehr früh die möglichen Infektionszahlen berechnet und dann Maßnahmen vorgeschlagen. Das war jedenfalls der Eindruck von außen, die von den Ländern dann entweder aufgeweicht oder unterlaufen wurden. Wären wir in der Pandemielage schon weiter vorne, wenn die Länder ihrem Kurs gefolgt wären? Jetzt habe ich auch ein Mikrofon, Frau Bundeskanzlerin. Zwar sind die Zustimmungswerte ja immer noch gut zu den Maßnahmen bei den Bürgern. Gleichzeitig ist es immer schwieriger, offensichtlich viele oder einige zu disziplinieren. Wird es eigentlich schwieriger im Laufe der Pandemie, diese zu erklären und immer weiter zu Durchhalteparolen aufzurufen? Sitzen Sie auch deswegen vielleicht heute hier, nachdem Sie am Dienstag schon eine Pressekonferenz nach der MPK gemacht haben? Auf der anderen Seite. Sorry. Geht das? Ja, dann kann ich Sie nur nicht sehen, macht aber nichts. Doch. Ach so, Frau Bundeskanzlerin. Sie müssen mich sehen können, weil ich Sie sehen kann. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte das Thema ein bisschen weiten. Die Corona-Krise wird ja noch andauern, sehr lange. Sie stehen sehr stark im Mittelpunkt, haben hohe Beliebtheitswerte. Nun gibt es einen neuen CDU-Chef und es gibt die Sorge, dass er sich neben Ihnen nicht ausreichend profilieren kann. Wie sehen Sie da die künftige Aufgabenverteilung und ist das ein Problem für den Wahlkampf für Ihre Partei? Frau Bundeskanzlerin, ich würde gerne nochmal auf die USA blicken. Bei der Inauguration gestern hat man ja gemerkt, da beginnt etwas Neues und nach diesen schwierigen Jahren gilt es ja auch, der Trump-Administration gilt es ja auch für die Außenpolitik und für das deutsche Verhältnis mit den USA. Nun bleiben Ihnen aber nur noch wenige Monate im Jahr. Und in denen werden Sie sich sehr intensiv mit Corona weiter beschäftigen müssen. Sie haben das ja geschildert, die schwierigen Gespräche mit den Bundesländern, die Kochsalzlösungen für die Impfhersteller. Das ist sozusagen das Ihr tägliches Geschäft. Und da würde mich interessieren, ob Sie eigentlich es bedauern, dass diese 4 Jahre, diese jetzt hinter Ihnen auch bald liegen, und zu denen Sie sich ja auch nur sehr schwer durchgerungen haben, nochmal zu kandidieren, ob Sie es eigentlich bedauern, dass die so ganz anders verlaufen sind, so viel schwieriger, als es zu erwarten war. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, hat eigentlich die Corona-Krise Sie persönlich auch physisch und psychisch an Grenzen geführt, die Sie vorher in diesem Amt so nicht erlebt haben? Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema EU hier. Hinter der Maske sieht man noch schlechter, wer spricht. Zum Thema Grenzschließungen bzw. Europäische Abstimmung. Sie sprachen ja davon, das Ziel sei, möglichst gleichwertige Maßnahmen zu treffen und die Maßnahmen europaweit zu synchronisieren. Da würde mich interessieren, können Sie noch mal erläutern, welchen Maßstab Sie dabei ansetzen? Also wer sozusagen gibt den Rahmen vor, woran sich auch die anderen europäischen Länder orientieren sollten?
Und können Sie den Unmut nachvollziehen, der jetzt in europäischen Nachbarländern schon laut wird, dass von deutscher Seite erneute Grenzkontrollen ins Gespräch kommen, dass hier diese Debatte erneut losgeht? Vielen Dank. Ja. Was ich schade fand, also zum Beispiel die Frage, wo angefangen wird, Sie sind so beliebt, Frau Bundeskanzlerin, die wurde noch in der Tagesschau gezeigt und Zuschauer haben mir gesagt, vor meiner Frage wurde dann ausgeblendet. Ich konnte es noch nicht verifizieren. Wenn das so ist, fände ich es schade, aber es würde mich auch nicht wirklich wundern, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Was mich heute noch sehr erfreut hat auf der Bundespressekonferenz, dass ich erlebt habe, dass danach auch Kollegen auf mich zukamen und mir Respekt zollten. Und ich denke, da ist schon so ein bisschen etwas, also ist das Eis so ein bisschen, es ist noch viel Eis, aber es taut an gewissen Stellen schon und steht der Tropfen, hüllt den Stein. Von daher denke ich, ist das nicht ganz unnötig, was ich hier mache. Hier heute auch jetzt, ich erlebe es zum ersten Mal, dass die Bar wieder auf ist in der Bundespressekonferenz. Ich dachte schon, die ist extra für Angela Merkel geöffnet worden, aber das ist nicht so. Habe ich mir dann sagen lassen, sie ist seit Mittwoch schon wieder auf und man darf etwas mitnehmen hier. Und ein Kollege machte mich noch darauf aufmerksam danach, er sagte, Angela Merkel habe gesagt, das Virus in der mutierten Form sei um ein Vielfaches gefährlicher. Und er sagte, sofern er die Mathematik kenne, ist ein Faktor von 0, etwas gefährlicher, also von unter 100% keine Vervielfachung. Ich bin nun kein Mathematiker, will das nicht beurteilen. Ich gebe Ihnen nur diese Aussage von diesem Kollegen weiter. Ja, was ist mir sonst noch aufgefallen? Also, das haben mir auch Kollegen gesagt, was sehr erstaunlich ist. Also, die Bundeskanzlerin hat ausgesprochen höflich geantwortet. Es ist auch dieser Charme, mit dem sie viele für sich vereinnahmt. Das ist tatsächlich so, dass sie da ein gewisses Charisma entwickelt. Das muss man ihr zollen. Und ein ganz spannender Moment war da noch. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, also sie ist schon sehr, sehr gewieft. Und zwar fing sie da an, sie sagte, ja, also hat sie jemand gefragt, haben Sie das nicht bereut, dass Sie nochmal angetreten sind? Also solche, gut, ich sage jetzt nicht zu dieser Frage. Und sie antwortete dann, ja, man konnte das ja nicht ahnen. Und sie sagte, als ich am 31. Dezember 2014 meine Neujahrsrede machte, konnte ich ja nicht ahnen, dass wir diese Migrationskrise haben werden. Und das lag förmlich in der Luft. Ich dachte, jetzt kommt. Und am 31. Dezember 2019 konnte ich nicht ahnen, dass das Virus kommt. Und dann hätte man natürlich sagen können, Frau Bundeskanzlerin, da kannte man dieses Virus schon. Und dann hätte man sagen können, sie habe langsam reagiert. Und da war es für so einen Moment, wie wenn sie innehält. Und dann hat sie das vermieden und ist auf eine Neujahrsansprache, ich glaube, von 2008 zurückgekommen. Also Profi, muss man wirklich sagen. Da dachte ich, ohoho, das ist wirklich, also sie sitzt nicht umsonst da vorne, weil sie einfach sehr gewieft ist. Und man wird ja auch nicht einfach so Kanzler. Das war's heute für Sie. Herzliche Grüße aus der Bundespressekonferenz. Ich gehe noch mal kurz rum, dass ich Ihnen hier mal das Gebäude zeige von innen. Das ist ein überdachter Innenhof, den wir hier haben. Das ist die Treppe, die nach oben führt. Und hier sehen Sie jetzt, ich gehe mal hoch mit Ihnen, den Saal, in dem die Pressekonferenzen stattfinden. Und ich werde ja oft gefragt, ob ich noch eingeladen werde. Erkläre ich auch noch mal kurz. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein. Es ist ziemlich einmalig weltweit von Journalisten. Und es ist nicht so, dass hier die Bundesregierung einlädt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Journalisten laden die Bundesregierung ein. Darum haben die Journalisten hier Hausrecht. Und es wird auch immer moderiert von einem Journalisten. Und deswegen ist hier die Wahrscheinlichkeit, zu Wort zu kommen, relativ groß, während es etwa bei normalen Regierungspressekonferenzen wie der nach dem Corona-Gipfel unwahrscheinlich wäre, dass ich zu Wort komme, weil da Herr Seibert oder der jeweilige Regierungssprecher selbst auswählt, wen er zu Wort kommen lässt. Und ich habe es geschrieben, beim jetzigen Gipfel und beim letzten Gipfel waren die Frager zu einem großen Teil identisch, diesmal 4 Fragende, davon 3 die gleichen, die schon beim vorherigen Mal gefragt haben, dpa, Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Nachrichtenagentur Reuters.
Ja, jetzt bin ich schon vom Treppensteigen auch etwas außer Atem. Entschuldigung. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie meinen Kanal, abonnieren Sie den Ersatzkanal reitschuster.reitschusterleerzeichen.de. Schauen Sie auch auf die Seite. Gestern schon wieder ein neuer Besucherrekord. 25.000 waren es diesmal, glaube ich, nicht Besucheraufrufe, um Gottes Willen. Und unterstützen Sie, wenn Sie können. Ich bedanke mich. Alles Gute. Herzliche Grüße aus der Bundespressekonferenz, wo jetzt hier noch vor einer Stunde Angela Merkel saß. Danke. Ciao.